Bist du bescheuert oder was? Hä? Meine Knochenschmerzen sollen sich an der Luft entfalten. Hä? Herzlich willkommen zurück am Montag mit einem neuen The Game. Und zwar spielen wir heute The Kiss, The Taste spielen wir heute natürlich. Ich war ganz abgelenkt von dir. Es war so schön. Er freut sich. Wir haben unsere unfassbar heiße, attraktive Assistentin beauftragt, etwas für uns zu tun. Und weil Andi mit ihr geschlafen hat, kann er, glaube ich, die Geschichte besser erzählen. Die gute Dame hat uns schöne Gerichte gekocht und dann in den Mixer rein. Heute bin ich ein bisschen die Beatbox-Maschine, merke ich gerade. Und hat uns unfassbar leckere Gerichte gekocht, die in den... Du wiederholst dich. Ich wiederhole mich, merke ich gerade schon, ja. Sie hat uns leckere Gerichte gekocht, eine Vorspeise, zwei Hauptgerichte und eine Nachspeise. Wir versuchen zu erraten, was da drin ist. Das Ergebnis steht in unseren tollen Umschlägen. Und mal sehen, wer direkt dran ist oder nur näher dran ist. Was glaubst du, wann gibt es die Punkte? Glaubst du, wir werden eine hundertprozentige Landung hinlegen? Ich bin ja so gut an Schmecken. Dann fangen wir direkt mal an mit Runde 1. Eine kurze Frage. Ja? Auch wenn es hier nicht darum geht, wer anfängt, wollen wir trotzdem Schnick, Schnack, Schnuck machen, der guten alten Zeiten willen. Na gut. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich wusste es. So, dann fangen wir mal direkt an hier mit Nummer 1. Und zwar ist es eine Vorspeise. Mmh. Wir würden es euch gerne zeigen, aber wenn wir es ankippen, fällt es raus. Vielleicht zeigen wir es. Ich nehme mal. Ja, nimm mal. Das sieht... Hast du schon? Oh. Ja, das ist alleine schon von der Farbe her, kennt man es ja, ne? Ja, aber es scheint ja zu schmecken. Schon ganz schön eklig, muss ich sagen. Das ist schon ganz schön eklig. Also, ja. Okay. Oh, Auswertung am Ende? Nee, machen wir jetzt erstmal aufschreiben. Okay. Okay, was hast du denn? Was ich aufgeschrieben habe? Ja. Ich habe Karotten- oder Möhrensuppe. Ja, ich habe Mohrrübensuppe. Mohrrüben, ja. Perfekt. So, und machen wir jetzt... Jetzt öffnen wir das mal und gucken, ob wir denn recht hatten. Möchtest du machen? Ich möchte erstmal eine coole Speech. Ja. Und the Oscar for the best Möhrensuppe goes to... Oh, maybe it's not Möhrensuppe. We don't know. We will find out soon. It's, es ist die gute alte Frühkarotte pur. Also hatten wir offensichtlich recht mit der Mohrrübensuppe. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Round 2. Nicht öffnen! Ach, nicht öffnen. Nee, erstmal Essen öffnen. Erstmal Essen. Das ist doch ganz klar. Immer Essen erst. Hauptgericht jetzt, ja? Oh, es sieht aus wie Durchfall. Es sieht wirklich aus wie Durchfall. Oh, ich habe mir ein bisschen viel genommen vielleicht. Ja. Es ist Durchfall! Warte, ist das Dschungelprüfung? Also, ja, also eine Zutat, glaube ich... Schmeckt richtig eklig. Also. Schmeckt richtig eklig, ja. Also eine Zutat, glaube ich, kommt man... Ich habe hier übrigens überall hingespuckt gerade. Woher weißt du, wie Kot schmeckt? Ich muss es nochmal... Also ich weiß nicht, ob es nur eine... Es ist ja nicht nur eine Zutat. Was ist das? Ach, schmeckt so widerlich, Alter. Oh, es schmeckt richtig widerlich, Leute. Wirklich. Was ist das? Ich erkenne gar nichts. Wenn ihr das übrigens mal testen wollt. Also Fakt ist, das ist alles Babybrei hier. Ihr könnt das alles mal nachspielen, wenn ihr wollt. Ja. Ey, wir schreiben irgendwas auf. Ja. Viel Spaß. Du darfst den Umschlag öffnen. Achso, wir müssen erstmal sagen, was wir hatten, ne? Was wir aufgeschrieben haben. Achso, was hast du? Ich habe Erbsenpüree aufgeschrieben. Ja, ich habe Kartoffelbrei und Erbsen. Okay. Rind mit Kartoffeln und Karotten. Also du hast eine richtig. Rind mit Kartoffel und Karotten, Leute. Also ich würde sagen, dadurch, dass ich Kartoffeln hatte, kriege ich den Punkt. Ja, würde ich auch sagen, ja. Ach, das kann ich definitiv meinen Kindern nicht geben. Die kriegen von Anfang an McDonald's. Das ist mein Kind später nicht. Zu Recht. So, es wird immer toller von den Farben her. Ich zeige es mal kurz unseren Freunden. Das ist auch Durchfall, aber von einem ungesünderen Kind. Ja. So. Hast du gerochen? Ja. Ist unangenehm.
Ich habe schon jetzt eine Ahnung. Warte. Durchfall. Ah, doch, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja. Ich rieche es schon. Oh, ich nehme immer zu viel. Nee, ist gut. Aber ich weiß es. Ist perfekt! Okay, was ist es? Also ich habe aufgeschrieben, Nudeln mit Hackfleisch oder Ravioli halt. Ich habe Nudeln mit Tomatensauce aufgeschrieben, ja. Wir werden es jetzt erfahren. Willst du noch einen Löffel? Gleich. Spaghetti Bolognese! Ja, da bin ich aber näher dran. Nudeln mit Tomatensauce. Nudeln mit Hackfleisch. Bolognese ist ja auf jeden Fall Hackfleisch. Finde ich ein bisschen Misches. Du hast bei Rind mit Kartoffeln und Karotten nur die Karotten gehabt und hast einen ganzen Punkt dir dafür gegeben. Ja. Okay. Okay, dann habe ich für das Kartoffeln auch nur einen halben gekriegt. Ja, finde ich gut. Oh, das sieht aber... Sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus. Ja. Oh, ich habe das Gefühl... Habe ich heute Morgen auch produziert. Ich habe das Gefühl, es könnte unentschieden ausgehen bei uns heute. Also, das sieht zumindest optisch... Er hat es reingehalten, aber es sieht optisch so aus, als könnte man... Ja, als könnte man drauf kommen. Aber Geruch, ich weiß es nicht. Dann nehmen wir doch mal einen großen Löffel von, oder? Guck mal. Alles... Echt? Muss ich nochmal kosten. Muss ich auch nochmal kosten. Was, alle? Oh, was hast du denn? Musso-Schokolade. Ich habe Schokopudding mit Banane. Ich bin noch in The Taste Spezial gegangen. Alter, Hast du wieder ein bisschen was dazu geschrieben, damit vielleicht richtig liegt. Vielleicht ist ja irgendwas richtig. Guten Abend, Bilchbrei. Kakaobanane! Der Sieger, wir lachen alle aus. Ha, ha, der Sieger, wir lachen Andi aus. Ha, ha. Ja, du verdammtes Genie. Da hat er gewonnen. Schön, da freue ich mich, dass ich gewonnen habe. Wenn man das übrigens so summa summarum addiert, habe ich die letzten drei Spiele gewonnen. Der Geschmack ist bitter bei mir. Ja, ich habe halt meine Geschmacksnerven entfaltet. Vielleicht mache ich das nächste Mal. Aber weißt du, was ich auf jeden Fall mache? Wenn mir das Video gefallen hat, dann gebe ich dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Und was ich dann auch noch mache, ist die Glocke aktivieren. Aber vor allem teile ich das Video auch mit meinen Freunden, weil vielleicht gefällt es denen. Und dann teilen die es mit ihren Freunden, dann gefällt es denen. Und dann können noch mehr Leute unseren tollen Kanal hier entdecken. Vielen Dank. Sharing is caring. Shared und cared doch mal unsere Patreon-Seite. Auch in diesem Zusammenhang dickes, fettes Dankeschön an Sonja, an Becky und an Steffi. So, Freunde des guten Geschmacks, wir verabschieden uns mit einem Lächeln und den wundervollen Worten von Andreas Wolter. Better luck next time. Shine on.